Ich glaube, ein Hersteller, bei dem dieses Jahr am meisten getan wird, ist Skoda. Und da wird dieses Jahr der neue Octavia auf den Markt kommen, das Facelift, neue Superb, neue Kodiaq, neuer Karmic und neuer Scala. Mit dem Scala fangen wir an, danach im Anschluss gleich der neue Karmic und die weiteren werden wir euch natürlich auch zeigen. Das ist der Skoda Scala, der hat einen Facelift erhalten. Werden wir euch im Exterieur und Interieur natürlich auch während der Fahrt zeigen, was ist neu, was ist gleich geblieben. Einfach eine kleine Fahrt zusammen unternehmen. Ich finde ihn schick. Wir haben aber hier auch die Monte Carlo Edition, oder was heißt Edition, Ausstattung dabei. Das heißt, es ist das sportlichste drin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei einer neuen Folge von Black Forest Drive aus dem Schwarzwald mit dem neuen Skoda Scala. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns nicht nur, sondern wir wachsen dann auch und können euch immer mehr solche schicken Flitzer zeigen, wie den neuen Scala, der bei 23.480 Euro startet. Dann als Essenzausstattung, darüber liegt Selection, darüber liegt Drive und als höchstes Ausstattungstrim dann eben Monte Carlo als sportliche Ausführung. Das heißt, alle schwarzen Elemente mit an Bord, die man so bekommen kann. Dann fangen wir gleich mal mit der Front an. Durch Monte Carlo eben auch einen schwarzen Kühlergrill. Der wurde auch nochmal angepasst an die Modellpalette von Skoda, eben den neuen Kühlergrill. Allerdings muss ich dazu sagen, Obacht, den schwarzen Kühlergrill könnt ihr bei den anderen Ausführungen, wie zum Beispiel auch Selection, jetzt dazu buchen mit dem Plaque-Paket. Dann habt ihr auch den schwarzen Kühlergrill, wenn ihr nicht hoch zum Monte Carlo upgraden wollt. Es gibt natürlich noch bei Monte Carlo weitere schwarze Elemente, aber den Kühlergrill könntet ihr auch so bekommen. Nur als Information. Dann haben wir auch die Radarsensoren integriert in den Kühlergrill. Das macht Skoda, wie ich finde, sehr gut. Und ansonsten Lufteinlässe. Hier nochmal so ein schwarzer Flick. Und hier tatsächlich auch nochmal so ein Air-Curtain, der hier ans Rathaus dann durchgeht. Das ist auch sehr schön gemacht. Auch noch mit so einer schwarzen Umrandung. LED-Nebelscheinwerfer. Neue Lichtfahrsignatur. Sieht sehr cool aus, muss man sagen. Ist einfach mal was Neues. Und nur mit dem Design allein einfach schon mal viel moderner gemacht. Also es ist ein richtig schönes Design. Ich finde, gerade von vorne ist der neue Scala echt richtig schick. Die LED ist schon Serie, wir haben jetzt hier aber Skoda Crystal Lightning mit dabei, wer weiß, was das heißt. Natürlich der LED-Matrix-LED-Scheinwerfer. Vorausfahrende, entgegenkommende Verkehrsteilnehmer werden ausgeblendet. Ihr habt trotzdem vollste Fernlicht. Das funktioniert auch richtig gut, bietet eine gute Helligkeit, bin ich völlig mit zufrieden gewesen. Und schick ist es auch noch, also das gefällt mir. Was sagt ihr zum Facelift vom Scala, wie gefällt es euch? 4,36 Meter ist er lang, 1,99 Meter mit Spiegelbreite und 1,51 Meter ist er am Ende des Tages hoch. Wir starten hier mit der Bereifung. Bei 16 Zoll geht es tatsächlich los und bis 18 Zoll kann man upgraden. Und da frage ich mich, was los ist. Denn das sind 17 Zoll Felgen. Ja? Hier mit Aero-Design ist auch nicht schlecht. Aber die 18 Zoll Felgen, nur 1 Zoll mehr, das sieht so groß anders aus. Ich blende euch da mal ein Detail ein, wie geil dann der Scala aussieht mit diesen 18 Zoll Felgen von der Monte Carlo Version. Das sieht so cool aus und die gefallen mir halt gar nicht. Also das sieht halt wirklich langweilig aus. Sorry, aber die würde ich nicht nehmen. Die 18 Zoller, die machen wirklich was her, wer da halt eben Wert drauf legt wie ich. Ansonsten Monte Carlo hier nochmal als Schriftzug und ein schwarzer Schweller, schwarze Spiegel. Es muss ein Vorserienfahrzeug sein, denn eigentlich kann man den gar nicht so konfigurieren, wie der hier steht. Denn bei Monte Carlo kommt automatisch schon das Panoramaglasdach mit an Bord, laut Konfigurator. Das ist also schon serienmäßig mit dabei und wir haben jetzt aber keins. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein Vorserienfahrzeug ist. Ansonsten gibt es neun Farben. Wir haben das Velvet Red, ist die teuerste Farbe, kennen wir natürlich aber auch schon von Skoda und steht dem Fahrzeug tatsächlich sehr gut. Zusätzlich haben wir das Sportfahrwerk, das heißt, da haben wir dann die Fahrprofilauswahl und das Sportfahrwerk, was nochmal 15 mm tiefer ist. Bei einem Facelift wird natürlich nicht nur die Scheinwerfer-Signatur verändert, sondern auch die Rückleuchten-Signatur. Da haben wir so eine Unterbrechung drin. Sieht ganz schick aus, bleibt aber weiterhin auch LED hier bei der höchsten Ausführung, auch mit dynamischen Blinklichtern. Dann gibt es, das ist ja typisch beim Scala, diese Heckscheibe, die bis nach unten geht, ja, also bis hier runter. Es gibt weiterhin aber auch die Heckscheibe, ich blende euch mal ein Bild ein, die quasi ganz normal ist und hier dann quasi in Wagenfarbe. Das ist ausstattungsbedingt. Ja. Zum Beispiel bei, ich meine, Selection habt ihr das dann so und bei Monte Carlo ist es aber dann immer so. Mit dem schwarzen Schriftzug hier dann auch durch Monte Carlo, Scala-Schriftzug auch schwarz und ansonsten halt ja ein klassisches Heck, keine Auspuffblenden.
In einem, ich meine, Komfortpaket ist dann auch die elektrische Heckklappe mit dabei. Rückfahrkamera ist außenstehend. Dann haben wir jetzt hier einen ebenen Ladeboden. Das ist auch schon mal praktisch. Dann diese praktische Wendematte, wo man hier eine gummierte Fläche hat, falls es doch mal verschmutzt wird. Hier unten drunter ist noch mal ein Fach, seht ihr gerade, ein riesiges Fach mit sogar einem Ersatzreifen. Dann haben wir hier an den Sitzen solche Haken, wo man was festzurren kann. Das finde ich sehr praktisch. Und auch hier nochmal an der Seite 12 Volt Anschluss und die Taste für die Anhängerkupplung, um die rauszufahren. Also schon wirklich krass, wie viele Funktionen es hier gibt. In Zahlen jetzt einfach mal auch ausgedrückt, sind das dann 467 Liter bis 1410 Liter tatsächlich. Dann mache ich auch wieder zu. Ihr könnt auch einen Hänger ziehen, 630 Kilo könnt ihr da ziehen, wenn der Hänger keine eigene Bremsanlage hat, 1450 Kilo dann, wenn er eine eigene Bremsanlage hat, und 75 Kilo beträgt die Stützlast. Und ich gucke jetzt nochmal auf mein Blättchen, ob das richtig ist. Fast richtig, 1250 Kilo könntet ihr ziehen, wenn der Hänger eine eigene Bremsanlage hat und nicht 1450. Wir haben hier den stärksten 1,5 Liter Vierzylinder mit 150 PS, 250 Newtonmeter, 8,2 Sekunden und bei 220 ist dann Schluss. Es gäbe noch einen 1 Liter Motor mit 95 PS oder 115 PS. Das sind die drei Motorisierungen, die es gibt. Und den unteren 95 PS gibt es nur mit 5-Gang Schaltgetriebe. Die anderen gibt es dann eben mit 6-Gang Schaltgetriebe oder DSG. Wir haben letzteres mit an Bord. Der Verbrauch ist angegeben, da muss ich jetzt nochmal auf mein schönes Plätzchen gucken, mit 5,6 Liter kombiniert auf 100 Kilometer, 126 Gramm CO2 stößt auf einen Kilometer aus. 50 Liter gingen rein, wenn er komplett leer wäre. Unsere Verbräuche findet ihr wie immer im Beschreibungstext. Dann der Schlüssel, wir haben das Skoda-Logo, das ist noch der alte Schlüssel mit quasi dem Schlüsselbar zum Rausdrücken, Öffnen, Verriegeln und die Kofferraumtaste. Man bräuchte den Schlüssel jetzt nicht unbedingt, wenn man das nicht möchte, denn wir haben Keyless Entry hier vorne in der Einkerbung, dann klappen die Spiegel ein, Fahrzeug ist verriegelt. Hier hinten haben wir das leider nicht, das würde ich mir dann bei einer neuen Generation wünschen, aber hier vorne greife ich rein und das Fahrzeug ist geöffnet. Was ich cool finde, wir haben hier tatsächlich einen Türkantenschutz und wir haben auch den Regenschirm, wie man von Skoda kennt, ist echt ein praktisches Feature, denn es hat jetzt auch natürlich in der Testphase mal geregnet und ich hatte wie so oft keinen Schirm dabei. Mit dem Skoda hatte ich einen dabei. Und was ich auch cool finde, wir haben sogar hier hinten dann eben diesen Türkantenschutz. Hinten fast noch wichtiger, wenn die Kinder dann mal unbedacht die Tür öffnen. Herzlich willkommen im Interieur. Die Materialien sind hier oben unterschäumt. Hier haben wir so eine Carbonstruktur, die ist auch unterschäumt. Ansonsten haben wir schon aber auch noch Hartkunststoff. Wir haben ein weiches Dashboard, auch hier alles unterschäumt. Rotes Zierelement finde ich tatsächlich sehr cool. Es gibt auch eine Ambientebeleuchtung, kann man weiß oder rot einstellen. Und hier auch nochmal diese Carbonstruktur. Das hier ist hart, das hier auch. Und auch das hier ist dann hart. Hier haben wir noch eine Klimazone, zweistufig kann man einstellen. Es findet hier alles im Display statt. Wenn ich jetzt also hier die Sitzheizung einstelle, sehe ich das dann auch hier zweistufig, nicht an der Taste selbst. Induktives Ladefach hier, zwei USB-C-Anschlüsse, dann durch DSG-Getriebe eben unseren Wahlhebel hier. Und Fahrprofilauswahl haben wir dann hier. Eine richtige Handbremse noch, man glaubt es kaum, auch mal wieder cool. Und dann hier halt nochmal ein Cupholder, kann man aber auch eben dieses Simply Clever Feature einfügen. Dann kann man hier noch zum Beispiel diese, jetzt habe ich es weggeschmissen, diesen Einkaufspin dahinlegen. Armauflage schön gepolstert, die kann man von der Länge auch nochmal einstellen und von der Höhe nicht. Aber ein 12 Volt Anschluss versteckt sich da nochmal und auch ein kleines Fach, wo man einiges nochmal ablegen kann. Es gibt jetzt hier kein Premium-Soundsystem, wie zum Beispiel von Canton, was man ja für einen Skoda kennt, sondern einfach ein Skoda-System. So heißt es, glaube ich. Nee, Soundsystem heißt es. Das kostet 650 Euro extra. Ich habe jetzt die Basis natürlich nicht gehört, also die nicht aufpreispflichtige Anlage. Es ist okay, aber es ist jetzt nicht die beste Anlage auf dem Markt. Wie kann ich helfen? Es ist aber jetzt nichts Spektakuläres, ja. Aber wer halt Musik mag, dem würde ich halt immer empfehlen, die aufpreispflichtigere Anlage dazu zu ordern. Genau, dann zum Lenkrad. Wir haben Gott sei Dank bei Monte Carlo ein Dreispeichen-Lenkrad. Ansonsten haben wir bei Skoda jetzt nur noch das Zweispeichen-Lenkrad. Dann ist das quasi weg. Finde ich nicht so schön, dass man hier überall so durchgreifen kann. Das Dreispeichen-Lenkrad wiederum finde ich sehr, sehr schön. Mit Perforierung fasst sich alles sehr gut an. Und dann kann ich hier Lenkradheizung, Medien und auch die Assistenz hier einstellen. Wir haben kein Head-Up-Display, weil es das nicht gibt, aber wir haben ein digitales Cockpit. Da habe ich mir jetzt die Navigation hergeholt, kann man sich aber auch ein Tacho anzeigen lassen, wie man es halt gerne hätte. Da haben wir hier unser Hauptdisplay, jetzt in größerer Form. In Serie ist es dann noch mit Drehregelchen und etwas kleiner. Das funktioniert hier in der Regel sehr gut. Die Navigation sieht so gut aus, die sieht dann eben so aus.
Home-Menü dann wieder hier. Es ist noch nicht so schnell wie die neuen Systeme. Das ist einfach so. Das heißt, es dauert ein bisschen, gerade die Navigation, wenn man sie dann eben lädt und das Auto länger stand. Es gibt aber auch diese Wischgeste, wo man sich dann quasi auch hier nochmal neue Menüs herholen kann. Ja, es muss halt auf einer passenden Höhe sein. Dann gibt es auch hier das Menü und dann kann man hier halt sämtliche Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel Fahrassistenz, Fahrzeug und halt Klang, also alles, was man halt so kennt und auch die Ambientebeleuchtung. Was wir immer noch mit einnehmen, ist der EU-Assistent, wie leicht man den ausschalten kann. Ich habe keinen Shortcut gefunden, das heißt, ihr müsst ins Menü gehen, dann unter Fahrassistenz, dann hier bei Verkehrsteilen, dann könnt ihr Geschwindigkeitswarnung anstatt Anzeige und Ton dann eben nur Anzeige auswählen. Genau. Fliegt halt jedes Mal sonst wieder rein. Ansonsten sehr schickes Interieur, gefällt mir gut, gerade mit diesen roten Elementen. Also ich würde tatsächlich auch Monte Carlo nehmen. Wir haben jetzt wie gesagt den schwarzen Dachhimmel, kein Panoramaglasdach. Im Contrato ist es so ersichtlich, dass das Panoramadach serienmäßig bei Monte Carlo mit dazu kommt. So wie ich es jetzt verstanden habe, wenn der weggeht, kommt der Karmic, dann der hat das Panoramaglasdach und dann können wir es euch da dann zeigen, wenn euch das interessiert. Ich bin 1,85 circa, ich habe hier auf jeden Fall genug Platz, hier hat noch eine Faust Platz tatsächlich, auch zur Tür genügend Platz. Ich fühle mich hier also sehr wohl und habe hier wie gesagt genügend Platz. Wie sieht es hinten aus? Schauen wir uns an. Herzlich willkommen im Fort. Hier kann man mit der praktischen Handyhalterung dann Videos schauen, wie zum Beispiel ein Skoda Enyaq RS Video von Black Forest Drive. Immer empfehlenswert. Für die Kinder gerade hinten natürlich eine schöne Sache. Kann man auch Tablets drin einspannen. Die Materialien sind leicht schlechter geworden. Wir haben hier oben Hartkunststoff, aber diese Carbon-Optik, die weich ist, bleibt. An den Rückseiten dann eben nicht nur die Tablet-Halterungen, sondern auch hier nochmal Taschen, zwei Stück sogar, um da was zu fixieren. Wir haben auch hier nochmal diese das Fach, wo man eben nochmal Cupholder integrieren kann und was ablegen kann, kann man aber auch ganz wegnehmen, wenn da mal jemand sitzt. Sitzheizung für die äußeren Sitzplätze gibt es auch, kostet natürlich extra. Und wir haben Lüftungsdüsen, die man von der Zirkulation einstellen kann. Der Sitz bietet an den äußeren Sitzflächen nicht nur Sitzheizung, sondern auch Isofix und ist von der Sitzpolsterung natürlich gleich wie vorne mit diesem Carbon-optischen und diesem Stoff. Genau. Eine Armauflage gibt es auch, da ist mein Arm auch gut aufgehoben. Schön weich, kann ich am Cupholder noch vorbeilegen. Ich sitze jetzt mit 1,85 hier sehr gut hinter mir, habe genügend Platz, nach oben auch noch genügend Platz, Handbreite, ich komme auch hinten an meine Kopfstütze, also mit 1,85 hier ohne Panoramadach überhaupt kein Problem. Wenn ich jetzt hier noch sitze, also die Sitzfläche ist groß genug, das kann man eben wegmachen, dann kann man hier schon auch mal für 2 Stunden zu dritt hinten mitfahren, aber zu viert insgesamt und zu zweit hinten ist es gar kein Problem. Wir fahren los im Skoda Scala Facelift. Davor zeigen wir euch, ich habe immer die Rückfahrkamera in unserem Fall. Linienlenken mit. Darstellung ist in Ordnung. Auch nachts sieht man was, also die Hindernisse sieht man da auf jeden Fall. Und eine 360-Grad-Kamera gibt es nicht, zumindest laut Konfigurator. Und die haben wir hier dementsprechend dann auch nicht mit an Bord. Wir fahren erstmal nochmal los. Es gibt ja auch einen Sportmodus, zumindest wenn man die Fahrprofilauswahl und das Paket dazu gebucht hat. Empfehle ich denen, die halt sehr viel mit dem Scala fahren. Dann kann man doch auch mal ein bisschen spritziger fahren und kann dann auch mal jemand überholen. Wenn man jetzt hauptsächlich in der Stadt unterwegs ist, braucht man es jetzt nicht unbedingt, weil man hatte die Leistung eigentlich auch so. Komfort ist in Ordnung, da spielen jetzt natürlich die 17 Zoller wieder ein Stückchen mit, die 18 Zoller wären natürlich wieder ein Stückchen unkomfortabler. Komfort wirklich gut, Sitz federt einiges weg, also wirklich entspanntes Ankommen. Das muss man dem Skoda wirklich lassen. Windgeräusche, Abrollgeräusche kommen so ab 90, ja, da treten die auf. Störend werden sie dann so bei 120, 130, dann muss man so ein bisschen lauter reden. Aber jetzt auch noch nicht so, dass man jetzt das Radio nicht hört. Aber natürlich treten sie da dann verstärkt auf. Ansonsten wirklich ein tolles Auto, ich fahre ihn gerne. Es ist auch wirklich gemütlich, ich komme wirklich sehr entspannt an, egal wie weit ich fahre, ob es jetzt nur eine kurze Strecke ist oder halt dann eben auch mal noch eine längere. Ich habe die wichtigsten Informationen in meinem Display vorne, in meinem Fahrinformationsdisplay. Da sehe ich, wie schnell ich fahre, wie weit ich komme und auch sonstige Navigationsanweisungen würde ich da sehen. Das heißt, ich brauche das Display hier eigentlich nicht. Trotzdem, wenn ich es mal bräuchte, käme ich eigentlich auch schnell dahin, wo ich möchte. Ich komme hier blind ins Menü rein, kann dann schnell fungieren oder kann dann auch mal zwischen Radio und so weiter wechseln. Also das geht auch mal so. Wenn ich aber doch meinen Kopf mal durch die Gegend schweife, dann sehe ich überall gut raus, hinten raus, auch an der Seite gute Fenster, groß genug. Ein kleiner toter Winkel bleibt wie immer an der C-Säule, da haben wir aber auch dann die Helferlein mit an Bord, wie Totwinkelassistent und die Kameratechnik. Von dem her eben auch das kein Problem. Wir testen jetzt noch, weil man ihn ja doch auch
in der Stadt oft sieht. Mal noch die Wendigkeit machen wir mit jedem Auto. Hier kommt unsere Wendekurve, sage ich jetzt einfach mal. Wir biegen hier quasi links ab und wenden dementsprechend auch gleich. Ich schlage immer voll ein und komme hier aber ohne Probleme gut rum. Zu den Fahrmodis, da wir die jetzt haben, nutzen wir sie auch gleich mal. Ich habe, ihr könnt es mal vorne sehen, Eco habe ich einmal, dann Normal, dann eben Individual und halt eben Sport. Im Sport wechselt das Getriebe auch gleich von D in S, das heißt, er lässt pro Gasstellung mehr zu, er hält den Gang auch länger, das macht natürlich auch Sinn im sportlichen Modus. Und dann haben wir eben auch die ganze Power hier mit an Bord. Ich gebe am Ortsschild dann einfach mal Gas. Wir haben hier die 150 PS. Ich bin fast der Meinung, 115 würden auch reichen. Aber die 150 sind natürlich schon ordentlich motorisiert. 50 fahren wir. Ich gebe hier mal Gas. Jetzt hören wir den Motor natürlich verstärkt. 80, 90 und die 100 stehen. Ihr hört es, wie er den Gang hält. Jetzt könnte ich nämlich im Kurvenausgang hier gerade wieder weiter Gas geben. Also da hält er den Gang deutlich länger. Ansonsten, wenn ich jetzt nicht im Sportmodus bin, sondern im Normalmodus, zack, schält er schon wieder runter. Dann kriegen wir auch vom Schaltvorgang nichts mit, dann ist alles viel ruhiger. Sportmodus ist eben, wenn man doch mal ein bisschen sportlicher um die Serpentinen gondelt oder halt dann mal überholen will. Also ich finde 150 PS ist wirklich ausreichend motorisiert. Ich fand mich nie untermotorisiert, konnte gut überholen und konnte auch gut im Verkehr mitschwimmen. Ich würde sogar sagen, 115 PS würden reichen. Das ist dann aber der 1 Liter Motor und ich wäre dann doch eher beim 1,5 Liter Motor zu Hause. Wir haben den Travel Assist eingeschaltet, das heißt einen adaptiven Tempomaten. Dann lenkt das Fahrzeug hier auch schön mittig mit, das heißt er folgt der Spur mittig. Wenn man den nicht eingeschaltet hätte, würde er trotzdem verhindern, dass wir von der Fahrbahn kommen und würde dann aber hin und her pendeln. Zudem haben wir einen Verkehrszeichenassistent, der hat jetzt in unserer Testphase gut funktioniert. Einmal hat er ein Schild, wahrscheinlich gekoppelt an die Navigation, dann falsch eingespeist, erst richtig angezeigt, dann wieder falsch eingespeist. Aber ansonsten hat es immer gut funktioniert und ist auch gekoppelt mit den adaptiven Tempomaten. Das heißt, er benimmt die auch, nimmt auch Einfluss auf Kurven oder Kreisverkehre. Zudem haben wir einen Totwinkelassistent, der warnt gute 3 bis 4 Fahrzeuglängen vorher, ist im Außenspiegelgehäuse, also nicht im Außenspiegel, sondern im Gehäuse und wird da eben dann mit einem Signal, also mit diesem gelben Blinklicht, dann ertönt. Somit haben wir die wichtigsten Informationen und Assistenten mit an Bord. Die funktionieren hier in der Regel auch wirklich gut, kann man sich drauf verlassen. Und ja, so war es eben auch beim Scala. Und wer die eben nutzen möchte, hat jetzt hier einen kleinen Einblick gewonnen. Das war unser Video über den Skoda Scala, also das Facelift davon. Gerade vorne, hinten hat sich jetzt nicht so viel getan, vorne finde ich ihn echt schick geworden. Gerade die neue Lichtfahrsignatur, das gefällt mir echt gut. Ich bin ja eh so ein Lichtmensch. Lichtdesign ist mir wichtig. Schön gemacht als Monte Carlo, definitiv ein Hingucker. Ich muss nochmal drauf rumreiten, die 18 Zöller, die wären echt schick gewesen. Ich habe die in anderen Videos schon gesehen. Und ihr habt auch ein Detail gesehen und jetzt gerade gleich mal nochmal beim Höchstpreis werdet ihr es ja auch nochmal sehen. Dann sieht er echt schick aus. Ich würde ihn natürlich mit Panoramadach bestellen. Hier wäre es ja eh dabei. Sehr schön. Ich würde entweder Velvet Red nehmen oder halt Race Blue. Das ist eine klassisch schöne Farbe von Skoda. Er hat die modernste Technik mit dabei, mit Assistenz, LED-Licht, also Matrix-LED-Licht und der Infotainment-Welt. Head-Up gibt es noch nicht, aber darüber können ja viele sowieso hinwegsehen. Ansonsten gutes Auto, muss man wirklich sagen. Auch vom Platz, Kofferraum, alles wirklich sehr praktisch und gut gelöst und auch groß genug. Was kostet er am Ende? Das ist halt auch immer eine wichtige Frage. Los geht's ja bei 23.420 Euro. Das ist natürlich jetzt erstmal die Basis. Der hier ausgestellte Wagen kostet 43.100 Euro. Das ist aber schon das höchste Trim, da ist nicht mehr viel zu machen. Lediglich die 18-Zöller, die habe ich jetzt noch dazu gerechnet, weil wir haben auch schon die teuerste Farbe. Dann liegen wir bei 43.490 Euro. Das ist der maximale Preis eines Skoda Scalas. Das ist natürlich deutlich mehr wie die Basis, aber für das, was man hier bekommt, dann mit 18-Zoll-Felgen, die Farbe, da spart man auch nochmal Geld, wenn man das Rot nicht will. Und der Ausstattung, dem Design, der Größe, finde ich das noch nicht zu viel. Viel teurer sollte es nicht mehr werden, aber es ist okay, wenn man da Richtung Focus guckt, Richtung Golf vor allem, dann sind die auch in der Range. Golf natürlich noch ein bisschen teurer, je nachdem, wohin man da geht. Also es ist noch fair. Würdet ihr das Geld ausgeben und euch so einen schicken Skoda Scala in der Monte Carlo Version aussuchen oder sagt ihr, nein, ich bleibe da auf dem Teppich, nehme eine andere Motorisierung, andere Farbe und vielleicht einfach dann Drive oder Selection? Oder sagt ihr, genau so würde ich ihn nehmen, dann sieht er schick aus, dann habe ich ein tolles Auto. Lasst uns gerne wissen, schreibt drunter, was ihr nehmen würdet und ob ihr ihn nehmen würdet. Gerne natürlich auch abonnieren, dann wachsen wir weiter, könnt euch immer mehr solche schicken Skodas zeigen. Ich laufe aus dem Bild, ihr könnt auch mal ein Auge voll nehmen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.